Das ist ein alter Kalkofen, der da noch steht. Hier am Stein. Und das ist nur ein Kies-Silo. Schwer zu sagen. Näher kann man nicht ran. Eine kurze Frage zum Verständnis. Wenn das der Klimawald ist, was für ein Wald war das denn vorher, der hier stand? Oh, da geht's los mit den 10 Kilometern. Berichterstattung hier. Ja, ja. Moin. Helge, klasse. Daran. Stefan! Thank you.
So. Stefan! Nein, genau im Berg. Ja, hat der Kopf. Wir sind noch unterwegs. Das ist super. Hallo. Und wer sich über die 50 wundert, das ist die 50. Austragung. Deshalb, die haben Jubiläum heute. Das ist der Spenderwall. Wahrscheinlich kann man da Bäume spenden. Für die Läufer geht es leider noch ein Stück bergauf. Fällt mir gerade 37 ein, da ich noch gar keine Ansage gemacht habe. 19.03.2023. Der Felvo erwischt die Läufer beim Eschweiler Volkslauf. Naja, was bergauf geht, geht dann auch irgendwann mal wieder bergab. Während ich mich für den Vierer positioniere, sehen wir hier noch was von der Wasserwirtschaft. Fragment. Da kommt der Vierer. Der ist ja wieder im Dienst. Thank you.
Klasse. Super. Dankeschön. So, wir sind da klar. Im ersten 10 Kilometer Lauf. Und der nächste Finisher in 10 Kilometer mit den Kühlen aus Herlen. Über die 4 Kilometer. Dann die siebte Messstärke in der weiblichen Kamera. Ich bin beides. Prima. Super. Hi. Michael, super. Thank you.
Warum gibt es den Monte Sofia nicht? Ist zu lang oder was? Ja, ich kenne die Abkürzung. Super.